Hallo zusammen. Ja, mir geht's gut. Bin gut in die Weihnachtszeit irgendwie gerade reingekommen und habe heute den ganzen Tag Skript geschrieben. Und jetzt gerade nur so als kleine Vorwarnung sozusagen. Ich habe gerade mit meinem kleinen Bruder ein klitzekleines Puffy gehabt und deswegen nicht wundern, wenn ich zu viel Müll irgendwie erzähle. Aber warum ich eigentlich den Livestream gemacht habe, worüber ich mit euch sprechen wollte, ist Folgendes. Und zwar habe ich mich ja so ein bisschen drüber geärgert, über mein Mallorca-Video, was zum Anfang fürchterlich war irgendwie. Also ich habe das irgendwie, hallo, ich habe das irgendwie gar nicht so richtig fertig gekriegt, weil ich es immer beschissener irgendwie fand und dann auch finally nicht mehr so richtig Lust drauf hatte, das irgendwie noch zu beenden, hab's dann aber trotzdem durchgezogen und hab hochgeladen, was ich irgendwie, keine Ahnung, weil ich irgendwie wieder so das Gefühl hatte, von wegen, man muss irgendwie abliefern und muss wenigstens alle 2 Tage irgendwie ein Video hochladen oder sowas und dann ist da echt ein Murks draus geworden und das war irgendwie nicht so ein Herzensthema von mir und keine Ahnung, das war irgendwie nicht so ganz meine Welt. Auf jeden Fall hat mich dann der Dirk auch angerufen und meinte von wegen, was für ein Scheiß, wie sah denn das aus und so. Und damit hat er recht gehabt und ich fand das so doof. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt, habe ein Drehbuch dazu geschrieben oder ein Skript dazu geschrieben, was ich mir eigentlich so dabei gedacht hatte, auch so in Kombination mit dem Weihnachtsmarktvideo und sowas und habe da das Video für euch draus gemacht mit der Nummer, dass ich so über das Filme machen spreche und so weiter und dass das irgendwie eine Aussage haben muss. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme euch sozusagen immer auf diese Tour so mit, wenn ich die Videos gerade plane, also das, was ich mache mit Skript schreiben und Shotlist schreiben und was weiß ich nicht alles. Ich sag's noch mal übrigens, ich habe gerade mit meinem kleinen Bruder zusammen einen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich irgendwann Blödsinn rede. ja, die Brille, das ist so eine 10 € DM-Brille, kannst du ja auch holen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir deswegen gedacht, ich will ja auch irgendwie mit dem Filmemachen an sich besser werden und deswegen wäre das vielleicht auch irgendwie ganz sinnvoll, wenn man sich da so ein bisschen weiter irgendwie einarbeitet. Also, ich mache schon immer relativ viel Recherche, aber ich will das nur noch so machen zu Themen, die mich so wirklich interessieren. Und ich habe irgendwie, wie gesagt, so um irgendwie das Gefühl zu stillen, abzuliefern, irgendwie alle möglichen Themen gemacht, die jetzt auch gerade mit Weihnachten und so zu tun hatten. Und habe jetzt finally alles gelöscht, alles, was ich aufgenommen hatte und so. Und werde jetzt wieder versuchen, mit den Videos irgendwie besser zu werden. Weil das ist ja der eigentliche Spaß sozusagen dahinter, dass man immer besser wird mit jedem Video. Und ich habe auch schon in dem letzten Video gesehen, da sind so ein paar kritischere Kommentare eher dabei, aber fand ich super. Also ich freue mich immer über sowas, wenn man dazu irgendwie einen Kommentar bekommt, was man vielleicht anders machen könnte, was man besser machen könnte und so weiter und so fort. Und deswegen, normalerweise muss man sich da mit Leuten irgendwie treffen, um so eine Kommentare zu bekommen. Und wenn man das bei YouTube irgendwie bekommen kann, dann finde ich das cool. Auf jeden Fall habe ich mich heute hingesetzt und zwar fast den ganzen Tag. Und habe mir ein Thema rausgesucht, habe ein Brainstorming gemacht und ein kleineres Skript bisher geschrieben und habe mich da richtig in die Materie so angefangen reinzufressen und brauche auch, denke ich mal, noch einen Tag, bis ich das dann irgendwie alles so umgesetzt habe, wie ich mir das vorstellen will und dann fange ich an zu filmen. So, und das Storybuch wollte ich jetzt sozusagen mal mit euch durchgehen und zwar habe ich dafür diesmal ein DIN A4 genommen, kriege ich gar nicht auf die Kamera. So groß ist das. Und war auch am Überlegen, ob ich vielleicht sogar so ein A3-Buch nehmen soll, dass man so ein bisschen mehr drin rumschludern kann und Sachen einkleben kann und schreiben kann und was weiß ich nicht alles. Und ich probiere jetzt mal ein A4 aus und werde das dann wahrscheinlich danach aber irgendwie auf A3 machen. So, auf jeden Fall hat das dann so angefangen, dass ich mir erstmal so ein paar Ideen aufgeschrieben hatte, wo ich so dachte, dass mich das irgendwie interessieren würde und habe dann abgewogen, was irgendwie eher damit reinkommen würde. So, ich muss nochmal aufmachen, damit ich euch das zeigen kann. Und zwar, ich schalte mal kurz um. Und zwar sieht das dann so aus, dass ich
mit dem Thema auch so ein bisschen in der Zeitung angefangen habe und Sachen, die ich mir irgendwie zu dem Zeitpunkt mal rausgesucht hatte, in das Buch eingeklebt habe. Das war jetzt aus der Zeit. Das ist einmal eine Modewerbung und einmal eine Karikatur. Und dann ging das immer weiter. Und dann bin ich hier irgendwann auf die Idee gekommen und habe dann da endlos, hier bin ich auf die Idee gekommen und habe dann hier endlos lange Text geschrieben irgendwie, was mich an dem Thema irgendwie inspiriert und was ich daran irgendwie spannend finde und auch so Notizen, wie ich es dann umsetzen will. Dann habe ich so ein Brainstorming gemacht, was ich möchte, was in dem Video alles vorkommt oder was ich mir so vorstellen kann, so von wegen, dass ich gesagt habe, so zum Beispiel, dass ich über die Vorteile, die Probleme spreche, dass ich ein Interview mache, dass ich also nicht die Kosten für das Projekt berechne, sondern das hat, also das Thema, worüber ich mit euch sprechen wollte, hat was mit Kosten zu tun. Denn das Thema Hotel Mama und so weiter, das gehörte alles sozusagen zu dem Video. Dann habe ich mir die rausgesucht, die für mich dafür wirklich passend waren und habe so eine, ich glaube, das nennt man Logline geschrieben, sicher mich mir aber auch nicht mehr, und immer so drunter, was ich sozusagen oder worauf ich hinaus will, was ich mich da währenddessen gefragt habe. Und habe dann oben immer so ein Kästchen mit reingebastelt und bin es dann durchgegangen, in welcher Reihenfolge ich das machen will. Also hier die Einführung, das Problem, die Macke, eine Metastase, Hotel Mama, nee, denn das Interview, Hotel Mama und ein Fazit. Dann habe ich jetzt angefangen, mir zu den einzelnen Punkten irgendwie was aufzuschreiben. Also hier zum Beispiel die Einführung, das ist noch nicht ganz fertig. Das, also vielleicht ist es fertig, aber wahrscheinlich noch nicht. Und deswegen habe ich hier mal so ein bisschen Platz gelassen, dass ich mir dazu Text aufschreiben kann. Habe das in zwei Hälften geteilt und hier kommt dann sozusagen so Anmerkungen ran, wie, wie soll die Szene aussehen, welche Szenennummer hat es, ist das ein Voice-Over oder ist das irgendwie sowas, was, wo du jemanden interviewt hast oder so. Und so zieht sich das dann halt durch und so werde ich das jetzt, denke ich mal, dann durchschreiben, also diese 6 oder 7 Punkte, was das eben waren. 6 Punkte. Und dann kommt hier hinter dann die Shotliste, dann sind hier so Linien drüber und dann schreibe ich mir auf, wo ich das finden kann und aus welcher Perspektive ich das filmen will und so weiter. Und dann, finally, setze ich mich an den Computer. Den da? Habt ihr gesehen? Und werde das Ganze so nachbearbeiten, dass es dann so aussieht, wie ich das eigentlich haben möchte. Und zwar diese Nummern so mit Farbkorrektur und so weiter, das habe ich, glaube ich, alles ganz gut begriffen. Und Grading und was da nicht alles noch so mit reingehört. Aber es gibt ja auch noch andere Art und Weisen, so ein Bild zu gestalten. Zum Beispiel auch, wie man ein Thumbnail gestaltet oder sowas. Und was man da für Look reinbringen will und was weiß ich nicht alles. Also dass das, welche Geräusche, welcher Text wohin gehört. Also mit Schneiden kannst du nochmal das Doppelte an Zeit verbringen, was du eigentlich mit dem Skript irgendwie verbracht hast. Und das möchte ich dann finally auch irgendwie machen. Und möchte dann einmal die Woche sozusagen ein fertiges Projekt abliefern und das dann auch vorher, bei YouTube kannst du jetzt sowas machen mit so einer Premiere irgendwie so über den Tag hinweg mal so ein bisschen ankündigen und so und dann danach auch noch irgendwie einen kurzen Livestream, wo wir da so ein bisschen drüber sprechen können, weil ich bin wirklich von ganzem Herzen darauf aus, im nächsten Jahr so als Filmemacher irgendwie besser zu werden und auf YouTube zumindest so eine kurze Dokumentation abzuliefern über irgendein Thema, was mich wirklich richtig interessiert, wo ich mich so ein bisschen reinfressen kann und das dann auch so mit euch als meine Zuschauer das ganze Ding dann sozusagen zu besprechen und das und euch mit den Livestreams so über die Woche irgendwie über das Projekt mitzunehmen. Und ich glaube, das wird sehr schön. Ansonsten, ich werde mich jetzt gleich wieder dem Skript widmen. Ich habe über Weihnachten keine Chemotherapie, da wird irgendwie eine ausgelassen, so die muss ich irgendwie nicht antreten, also die wird dann nicht dran gehangen oder so. Und dann bin ich immer noch auf dem guten Weg, so wie ich jetzt bei dem letzten Ärztegespräch mitbekommen habe, dass ich meine Chemotherapie, wenn jetzt nichts dazwischen kommen sollte, Ende Januar, Anfang Februar vielleicht beenden kann. Und
Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal ein Video zu gemacht habe. Damit ergeben sich ja sozusagen so ein paar andere Probleme. Also zum einen, der absolut wichtigste Punkt ist, dass das wunderschön wird, wenn ich da nicht mehr hingehen muss und dann nach irgendwie ein paar Wochen vielleicht diese ganzen Nebenwirkungen und so dann auch langsam loswerde und alles, was halt irgendwie mit dazugehört. Und dann, ich weiß gar nicht, ob man das so richtig nachvollziehen kann, aber das ist für mich so ein bisschen so, wie da, als würde man das Leben so nochmal neu beginnen. Also ich habe mich ja prinzipiell mit allem irgendwie so ein bisschen eingefuchst, so wie das so lief, aber es ist dann nochmal, denke ich, für mich ein komplett neuer Abschnitt, wenn das dann alles final komplett aufhört. Ja, ein so ein Ding, was ich von einem anderen gehört habe, der auch an Krebs, einer anderen, die auch an Krebs erkrankt war, gehört habe, ist, dass man, wenn man über einen längeren Zeitraum eine Therapie macht, dass das ähnlich ist wie zum Beispiel, wenn man, auch wenn das wirklich dumm klingt, aber wenn man einen Partner nicht mehr um sich rum hat, dass man das praktisch schon so ein bisschen vermisst oder dass man sich Sorgen macht, ob man damit klarkommt, wenn man es nicht mehr bekommt. Also, dass man nicht in so eine Angst zum Beispiel verfällt, dass es wiederkommen könnte oder sowas. Und also ich kann mir das ehrlich gesagt bei mir nicht vorstellen, aber ich will auch nichts ausschließen irgendwie und so prinzipiell dagegen irgendwie schon vorher gewappnet sein. Und deswegen ja auch so ein bisschen diese Nummer mit den ganzen Urlauben, dass ich mich da irgendwie ablenken kann und sowas und irgendwie neue Sachen erlebt, weil da denke ich meistens gar nicht drüber nach. Aber die Frau, die mir das erzählt hatte, die ist dann gleich wieder arbeiten gegangen und so, und um sich halt abzulenken. Aber bei der kam der Gedanke dann halt trotzdem hoch, dass sie dann gesagt hat, von wegen, sie hatte dann so ein bisschen Angst, dass die Erkrankung schneller wiederkommt, wenn man keine Therapie bekommt. Und ich weiß nicht. Also ist auf jeden Fall so ein Punkt, den ich mit einbeziehen sollte. Aber wie sich das so richtig entwickelt, erfahre ich dann wahrscheinlich erst, wenn es soweit ist. Ja, und dann steht im Januar nochmal das MRT an, bevor ich entlassen werde. Und MRT heißt bei mir immer Knockout so ein bisschen, aber diesmal nicht. Diesmal wird es anders. Und wenn das dann alles gut ist, dann ist zum Jahresanfang die Chemotherapie vorbei. Voll komisch, weil ich das jetzt seit 2014 mache. Überlegt euch das mal. Seit 2014 habe ich Krebs. Und vielleicht ist es im Februar vorbei. Klingt voll illusorisch, da so drüber nachzudenken irgendwie. Ich sag ja, es ist irgendwie. Das macht mich gleich irgendwie total ruhig so, aber ich sag ja, das ist irgendwie wie so ein anderer Lebensabschnitt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, weil ich bin gerade wirklich in einer sehr positiven Laune, so was so alles irgendwie angeht und so und sehr motiviert. Und wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich sozusagen, dass ich an dem Tag einen der schönsten Tage in meinem ganzen Leben erleben werde. Und das ist so ein bisschen, also das ist zwar kein so ein wirklicher Vergleich, aber das ist so, als ich früher wusste, dass ich von meinen Eltern einen Gameboy, oder ich dachte, ich krieg von meinen Eltern einen Gameboy geschenkt. Und dann habe ich zu Weihnachten keinen bekommen, da war ich irgendwie zweite Klasse oder so, so 8 oder sowas. Keine Ahnung. Und habe zu Weihnachten tierisch geheult, weil ich den nicht bekommen habe. Und dann haben mich meine Eltern und mein Bruder dann irgendwann mitgenommen ins Kinderzimmer und da stand dann so ein Korb und da war der blaue oder der lilafarbene Gameboy drin mit der roten Pokémon-Edition. Und ich bin vor Freude fast tot umgefallen. Das war einer der größten Momente in meiner Kindheit. Und ich glaube, diese Nummer, also so das Gefühl, ich kann mich da jetzt noch dran erinnern. Das hat man
so selten, dass man sich über, auch wenn es damals nur ein blöder Gameboy war, ne, aber ich war halt auch ein Kind, dass man sich über sowas so sehr freut, dass man sich über nichts hätte mehr freuen können. Und dieser Tag, wenn die Chemotherapie endet, das ist für mich wirklich so kaum in Worte zu fassen. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich auf diese Nummer freue, auf diesen Tag und da aus dem Krankenhaus rauszugehen und mit dem Gedanken da auch rauszugehen, dass ich da nie wieder hin muss wegen meiner Krebserkrankung. Und dass mein Leben kurz vor meinem 30. Geburtstag wieder so werden kann, wie ich mir das vorstelle. Und das ist so beflügelt irgendwie, dass ich würde am liebsten aus dem Fenster brüllen. Naja, und deswegen fieber ich so ein bisschen auf den Tag hin, weil es ja jetzt auch nicht mehr so lange ist. Das sind ja dann nur noch, also wenn alles gut geht, ne? Das muss man ja auch dazu sagen, dann sind es ja vielleicht jetzt noch so 10 Wochen. Na gut. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen Skript schreiben und dann werde ich ins Bett gehen, weil morgen heißt es früh aufstehen und fotografieren gehen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, frohe Weihnachten, falls wir uns jetzt die Tage nicht mehr sehen, aber ich denke mal schon. Und lasst euch reich beschenken, bleibt mir alle gesund und wir sehen uns dann. Macht's gut, tschüss.